Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Ja, ich bin nicht vor dem Kopfgeld, so wie ich das beim letzten Mal angekündigt habe. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Nebenquests gemacht und Joshua ist aufgewacht. Wir sind wieder weiter in der Story, aber machen erstmal heute ein paar Nebenquests, weil wir haben eine ganze Reihe von denen gerade bekommen, ne? Und ja, ich habe gesagt, im letzten Part treffen wir uns hier direkt vor einer Kopfgeldjagd. Aber die soll ja hier sein, irgendwo südlich von Tabor hieß das Gebiet. Und das, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ne, ob das Gebiet heißt südlich von Tabor oder ob es hier irgendwie ein Gebiet gibt mit dem Namen Tabor und dann südlich davon. Aber jedenfalls habe ich irgendwie nichts gefunden. Ich habe hier irgendwie, weiß nicht, kein Gebiet gefunden, das Tabor hieß. Ich habe kein Gebiet gefunden, das südlich von Tabor hieß oder so. Deswegen nehme ich mal an, weil wir ja hier hin müssen jetzt, ne, storymäßig, dass wir da irgendwann hinkommen, ne, und das dann finden, ne. Weil im Moment sieht das nämlich noch nicht so aus. Ich habe jedenfalls kein Gebiet gefunden, das irgendwie so heißt und so, ne. Hier sind ja auch noch ein paar Gebiete, ne. Also gucken wir mal, ne. Also das wird erstmal auf Eis gelegt. Das heißt, wir können uns erstmal um andere Klamotten kümmern. So, wir gehen mal hier hin, zum Marthas Rast. Weil da hat uns, da haben wir irgendwie so Post gekommen hier von dem Diener, von unserem Onkel. Und der braucht ein bisschen Hilfe, also kümmern wir uns darum, ne? Außerdem ist das zuerst auf der Liste hier oben rechts. Also machen wir mal hier so schön geordnet, ne? Ey, was geht? Ich bin hier, wer braucht Hilfe? Mache ich doch gerne. Ach ja, Joshua ist auch bei uns jetzt. Ja, jetzt sollte ich eigentlich versuchen, gegen diesen Drachen mal zu kämpfen. Obwohl ich nicht glaube, dass meine Charaktere irgendwie so einen Unterschied machen. Triff. Wo ist er denn? Ist er oben? Oder? Muss ich denn sagen, muss ich den jetzt hier erspähen? Ihr seid gekommen. Mein Brief hat euch also erreicht. Ich bin Sebastian Rutherford. Haushofmeister des Anwesens. Natürlich heißt der Diener Sebastian. Ich weiß. Der stereotypischste Name von allen Dienern. Danke für euer Kommen. Was ist denn so geheim, dass ihr es nicht aufschreiben konntet? Verzeiht vielmals, Milord. Ich wollte euch keine Umstände machen, sondern lediglich... Schon gut. Fahrt fort. Ich bin hier in Marthas Rast auf Geheiß eures Herrn Onkels. Mit dem Auftrag, mich über die aktuelle Lage der Welt zu informieren. Was ich erfahren habe, ist höchst beunruhigend. Der Fall der Mutterkristalle hat ganz Stürm in völligen Aufruhr versetzt. Müssen wir. Was ist neu? Die darauffolgende Verfinsterung des Himmels hat die Dinge weiter verschlimmert. Angriffe durch Arkasische geschehen nun fast täglich. Die Mühlen der Politik sind zum Stillstand gekommen. Und ohne eine ruhige Hand am Ruder droht die ganze Welt vollends ins Chaos abzugleiten. Wissen wir schon. Der Herr Onkel jedoch glaubt, dass dieses Schicksal vermieden werden kann und möchte alles in seiner Macht Stehende dafür tun. Das klingt nach einem großen Unterfangen. Ganz recht. Deshalb habe ich die Unterstützung meiner Kollegen erbeten, die den sieben hohen Häusern dienen. Jedoch? Ich habe bereits den Kontakt zu zweien von ihnen verloren. Beide sind kräftig und im Schwertkampf ausgebildet. Aber in diesen dunklen Zeiten mag selbst das nicht ausreichen, um sicher durch die Lande reisen zu können. Ihr wollt also, dass ich sie finde? Wohin waren sie unterwegs? Der eine sollte die Republik erkunden, der andere die ehemalige kaiserliche Hauptstadt Oriflam. Das grenzt es nicht gerade ein. Am besten arbeite ich mich von Dalimil nach Osten vor. Vielen Dank, Lord. Muss ich mir so hin. Ich werde für eure Sicherheit beten. Na gut. Dalimil, da müssen wir sowieso hin für eine andere Quest. Und zwar hier, Brook. Und das ist die Quest für Götz, ne?
weil da irgendwelche Leute Gerüchte über Charon verbreiten. Ist so, so eine nette Frau. Zum Glück weiß ich immer genau, mit wem ich reden soll. Zum Glück habe ich immer dieses grüne Symbol über Leute, wie man genau sagen, wo ich hin muss. Was ist es dir wert? Ich habe 100 Gil und eine Chocobo-Feder. Oh, die von einem hast. In Final Fantasy 10. Clive, hör mal. Ich habe einen gefunden, der mehr über die Gerüchte weiß. Wirklich? Los, sag ihm, was du mir erzählt hast. Also gut. Wie gesagt, ein runzliges altes Weib namens Charon verkauft Stahl an jeden, der ihren Preis zahlt. Egal ob Ritter oder Knappe. Sie sagt, je mehr Schwerter und Speere sie den Leuten verkauft, desto mehr Kriege führen sie. Und je mehr Kriege geführt werden, desto mehr Schwerter und Speere werden gebraucht. Und an wen wenden sie sich, wenn sie mehr Stahl brauchen? An die gute Sensenfrau selbst. Und du hast die Sensenfrau selbst bei der Arbeit gesehen? Ja, zufällig habe ich das. Meistens verrichtet sie genau hier ihre Arbeit. Hier in Dalimir. Wo genau? Sie hat einen Stand auf dem Markt, wenn sie nicht direkt in ihrem Lagerhaus am Rande der Stadt verkauft. Aber in die Höhle der Löwin wage ich mich mit Sicherheit nicht. Nun, Reisender, bist du mutig genug? Wenn das alles ist, ich muss nun weiter. Ich will dich nicht aufhalten. Tante ist nicht diese Sensenfrau, oder? Nur wenn sie das Geheimnis entschlüsselt hat, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Hä? Zwei Orte? Charon hat das Versteck seit Wochen nicht verlassen. Wer also betreibt dann diesen mysteriösen Stand? Gute Frage. Ich gehe und sehe nach. Und ich statte dem Lagerhaus einen Besuch ab. Ist gut, aber sei bloß vorsichtig. Du auch, Götz. Ja, sowas war tot. So, hier. Ja, ist so weit weg. Kann ich von hier aus irgendwie raus? Nein. Ich kann das Gebiet von hier aus sehen. Ja, ne, auf hat für den Chocobo wird Joshua reißen. Auch nur auf einen gelben, langweiligen. Oder hat er irgendwie einen roten Chocobo oder so? Ist auf der gleichen Chocobo wie ich. Joshua da. Hm. Boah, ich dachte, ich könnte darüber springen. Ja, und hier ist halt Gebiet, wo wir auch hin müssen, ne? Irgendwo. Da kann ich auch nicht runter. Boah. Warte mal. Na, ah, ich bin aus dem falschen Ding ausgegangen. Boah. Boah. Ich könnte schon, die Musik hat sich geändert, ne? Seit der Himmel dunkel geworden ist, ne? Da finde ich immer so geil an Final Fantasy Spielen, dass so im Laufe der Story sich irgendwann so die Weltkarte so ein bisschen verändert oder schwer am Boden. Dass im Laufe der Story, je nachdem wie weit du bist, sich irgendwas an der Weltkarte ändert. In Final Fantasy 7 hast du den Meteor. Dann siehst du irgendwie, bevor der Meteor gerufen worden ist, ist noch alles normal, so glückliche Weltkartenmusik, wenn du auf der Weltkarte bist. Und nachdem der Meteorit gerufen ist, hat man voll die trübe Musik. Und man sieht sogar den Meteoriten oben am Himmel. Irgendwie so wie von Majora's Mask aus Legend of Zelda. Oh, was? Ich habe wohl etwas zu sehr übertrieben.
Die Geschichte war nicht gerade überzeugend. Und? Was jetzt? Das liegt an dir. Entweder kannst du langsam sterben oder schnell. Oh mein Gott, Götz ist tot. Er gehört euch. Aber das Schwert ist meins. Du kriegst mein Excalibur nicht. Nee, warte mal, ich will jetzt ein anderes, ne? Lichtbrand oder so hieß das, glaube ich, ne? Das ist immer noch, dass wir irgendwie Leute hier haben, die denken, die haben irgendwie was drauf. So, ja, den schnappen wir uns, ne? So, dann komme ich mit sowas hier um die Ecke, ne? Glaub eigentlich, was so normale Leute eigentlich hier für eine Chance gegen mich haben. Also wie gesagt, ich finde es immer gut, wenn sich irgendwie so die Weltkarte so im Laufe des Spiels immer ändert. Man viele Final Fantasy Spiele. Final Fantasy 6 hatte hat auch. Also auch am Anfang irgendwie voll die normale Weltkarte mit glücklicher Musik und so. Und dann, wenn die zweite Hälfte des Spiels angelangt bist, verwandelt sich die Welt in die Welt des Ruins. Verwandelt sich in so ein riesiges Ödland, wo alle Pflanzen abgestorben sind und so. Und das voll die bedrohliche Musik im Hintergrund. Pff. Final Fantasy 15 hatte auch direkt irgendwie so, da war ja so eine Anlehnung an Final Fantasy 6 hier. Die hatten ja, war ja auch so die Final Fantasy 15 Version von die Welt des Ruins. Es hat mehr oder weniger so diese ewige Nacht angebrochen. Nur hatte man nicht viel davon, weil man irgendwie direkt irgendwie dann... Man hatte irgendwie nicht viel davon, weil man direkt hier irgendwie in die Hauptstadt von dem Spiel hier angelangt ist. Das heißt, man hatte nicht irgendwie viel, um da irgendwie zu erkunden oder so. Nun hast du es geschafft. Ja. Ich weiß nicht, Final Fantasy 3, ich glaube entweder Final Fantasy 3 oder Final Fantasy 5 hatten irgendwie zwei Welten. Und irgendwann sind die beiden ineinander fusioniert. Oder denke ich gerade an Tales of Symphonia. Der Makaron nachläuft. Du warst gar nicht eingeplant. Wer zur Hölle bist du überhaupt? Was habt ihr mit dem vor? Bogan wollte über ihn an Charon ran. Ich sollte den Klotz nur in die richtige Richtung schicken, wenn er nach Dalimil kommt. Und dann musstest du auftauchen. Nun mach schon. Wenn du mich töten willst, töte mich. Du bist die Mühe nicht wert. Also verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Du verdammter Feigling! Ehrlich? Ich muss Götz finden. Und zwar schnell. Aber ich wollte sagen, kann ich jetzt irgendwie mich wegteleportieren oder so? Irgendwie lustig gewesen. Aber ich habe gedacht, jetzt sieht man die irgendwann. Sieht man nur noch so Götz umgeben mit Leichen und so. Verzauberung? Auf gemeine Lügen über Tante zu verbreiten. Nun, da muss ich dich enttäuschen. Es sind nämlich keine Lügen. Jedes einzelne Wort ist wahr. Und deshalb wird Charon für ihre Verbrechen bluten. Bluten? Götz, alles in Ordnung? Er will Tante töten. Er sagt, dass sie... Wie gechillt er hat gesagt hat, während er voll stressig angerannt kam. Hey Götz, bist du in Ordnung? Werde dir kein Haar krümmen. Nein. Nein. Egal, was sie getan hat, ihr wirst du nichts antun. Das musst du versprechen, sonst werde ich dich umbringen. Götz, nein. Schluss alle miteinander.
Woher wusstest du? Ha! Ihr seid lange nicht so gewitzt, wie ihr glaubt, ihr zwei. Habt ihr gedacht, ich würde nicht merken, wie ihr euch davon stellt? Da habe ich überlegt, wer in Dalimil mir was nachtragen könnte. Und mir fiel eine wehleidige Rotznase ein, mit der ich mich früher mal angelegt hatte. Ist lange her, Bogin. Sehr lange. Ich dachte, die Jahre hätten dich zur Vernunft gebracht. Aber nein, du bist derselbe Hosenscheißer wie damals. Wie hatten wir dich genannt? Stinkebein! Du. Du Hexe! Alles, was geschah, es war alles deine Schuld! Jetzt zahlst du für das, was du mir angetan hast! Okay, die sagt mir, sie hat den Fallen übergezogen. Du. Wenn du Tante okay. tun willst, musst du erst an mir vorbei. Oh, Dreck. Okay, das wäre jetzt zweite Option, nicht gedacht hätte. Du einfältiger Riese. Aus dem Weg, mit dem werde ich allein fertig. So, Stinkebein. Erinnerst du dich an unser letztes Treffen? Auge um Auge. Weise Worte sind das. Weise Worte. Und nun wird abkassiert. Den haben wir nicht getötet jetzt, ne? Hat etwas länger gedauert. Ist er tot? Nein. Doch, das wäre er sicher gern. Ist nicht so leicht, mit einem Auge weniger zu leben. Alter. Ich muss es ja wissen. Wie meinst du das? Oh, sag bloß, das ist dir nie aufgefallen. Vor langer Zeit habe ich eins wegen dem alten Stinkebein verloren. Das ist mir wortwörtlich gerade aufgefallen. Ihr linkes? Ich hatte nichts dergleichen getan. Aber das hielt ihn. Das sah ein bisschen anders aus. Das ist mir wortwörtlich gerade erst aufgefallen. Habe ich dafür gesorgt, dass er alles verlor. Sein Geld, seine Kunden. Ich dachte mir schon, dass er mir das noch heimzahlen will. Doch mit dem armen Götz hat er eine Grenze überschritten. Hat er dir etwas getan? Nein, Tante. Alle Arme noch dran. Schau, Beine auch. Aber was, wenn er wiederkommt? Soll er doch. Dann hole ich mir sein anderes Auge und arbeite mich runter. Er wird seine Lektion schon noch lernen. Wobei ich glaube, dass das alte Stinkebein sie schon gelernt hat. Gut, bringen wir euch zurück ins Versteck. Ihr habt schon genug Aufmerksamkeit erregt. Los, Alf. Na gut. Aaron einmal ernst macht. Ja, krass drauf, die Alte. Na, fertig hier. Nein, so war nicht. Weiter geht's. Jetzt müssen wir diesen Typen finden, ne? Für Sebastian, ne? Damit er jetzt zurück zu Ariel kehren kann, ne? Haben die irgendwie schon wieder. Hat Disney irgendwie schon wieder einen neuen Film rausgebracht hier irgendwie? Ruby hieß das irgendwie? Ich habe ihn letztens gesehen, so ein Post davon. Ich sehe deinen Herrn hier nirgends. Also warum leerst du nicht erstmal deine Taschen für uns? Aber ich sage doch, ich habe nichts. Dann begnügen wir uns wohl mit deinem schicken Gewand und dem Kristall an deiner Hüfte. Hallöchen, na? Bitte! Diese Männer wollen mich ausrauben! Überlass sie mir. Danke. Bist du der Herr von dem da? Zahl, was er uns schuldet, und wir vergessen, dass du deine Klinge... Das sind alles so Cartoon-Villains, ne? Bösewichte, meine ich. ...verschwindet und ich melde euch nicht bei eurem Hauptmann. Oh, das kannst du gern versuchen.
Er hat kaum Besuch, seit wir ihn umgelegt haben. Na gut, machen wir das hier. Jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Bandit, ne? Und denkst dir irgendwie, da kommt gerade so ein Typ, ne? Der sich mit euch anlegen will und du machst dich über dich lustig, ne? Und dann tut der so einen riesigen Lichtstrahl auf einen auf euch schießen, ne? Stell dir mal vor, ihr wollt irgendjemanden ausrauben, da kommt irgendwie so ein anderer Typ. So, warte mal, ich kümmere mich um euch, ne? Ihr macht euch über den lustig. Und dann reißt der irgendwie die Erde unter euren Füßen auf. Tut einen riesigen Lichtstrahl auf euch schießen. Von Hugos Männern hätte ich nichts anderes erwartet, aber. Und einige Feuerklingen auf euch werfen. Ist er voll gestört. Ist ein anderes, seit es Kupka verloren hat. So etwas kommt also öfter vor? Sehr oft. Ich wurde hergeschickt, um mir ein Bild über diese Missstände zu machen. Von Rutherford nehme ich an. Er hat mich geschickt, um nach euch zu sehen. Nun, dafür danke ich euch. Ich hätte mich gegen einen, vielleicht zwei verteidigen können. Aber gegen so viele... Er ist an fünf. Ich kam vor einigen Tagen in Dalimel an. Aber als ich den Hauptmann der Garnison aufsuchte, um mich zu erkundigen, beschlagnahmten die Soldaten meine Sachen und sperrten mich ein. Anscheinend ist der Hauptmann tot. Seine Männer bestimmen jetzt wohl die Regeln. Glücklicherweise konnte ich mich freikaufen. Nur um den Soldaten in die Arme zu laufen, die ihr gerade erledigt habt. Und die dalmekische Heerleitung? Sie würden doch solche Zustände in ihren Reihen nicht dulden. Ich vermute, sie wissen nichts davon. Der größte Teil der Armee hat sich in die Hauptstadt zurückgezogen und verschanzt. Diejenigen, die zurückblieben, herrschen jetzt unbehelligt und sind niemandem Rechenschaft schuldig. Es ist schlimmer als vermutet. Zurück nach Rosaria. Hier ist es nicht sicher. Ich suche mir eine Karawane nach Norden. Irgendwie ist es nirgends auf der Welt sicher. Bitte habt Verständnis, dass ich mir einen von den Gillbeuteln der Soldaten ausleihe. Sie werden sie schon nicht brauchen. Keine Sorge. Das wäre erledigt. Und nun zum zweiten Kollegen von Rutherford. Vielleicht finde ich in Nordstedt eine Spur von ihm. Da müssen wir eigentlich auch hin irgendwie von einer anderen Sache. So. Flücke, Engelzaum in der Küste von... Oh, da bin ich sowieso hin, genau. Ja. Passt. Nordstedt. Ja, genau. Oh, das ist so blöde platziert. Machen wir... Ja, da ist... Genau. Swarok. Das geht jetzt für auch... Gut, machen wir erstmal das. Es ist ein weiter Weg von hier zur Hauptstadt. Ist ja immer noch die Science-Fiction-Musik. Ne, hier war das, glaube ich, nicht. Ne, da war, glaube ich, irgendwie. So was hier war es, ne? So. Ja, was geht? Zu den anderen gehört. Die haben mir schon alle Habseligkeiten abgeknöpft. Nein. Ich suche den Kollegen eines gewissen Rutherfords. Ihr habt ihn gefunden. Ich bin Alistair Rockford, Diener von Lady Arian aus dem Hause Wellesley. Von den sieben hohen Häusern von Rosaria. Meine Großtante habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ist sie wohl auf? Ihr seid Lord Clive Rossfield. Oh ja, ja, ist sie. Meine Herrin hat mir erlaubt, dem Bediensteten eures Onkels zu helfen. Auf meinem Rückweg aus der Hauptstadt sah ich, wie Dorfbewohner auf offener Straße ausgeraubt wurden. Ich kann dir es sagen. Sie sahen Nein, Räuber. Feldarbeiter, aber letztlich spielte das keine Rolle. Ich wollte den Opfern helfen, aber jemand zog mir einen Knüppel über den Kopf. Wo sind sie hin? Warum klingert so? Ich weiß nicht, warum ich das so witzig finde. Das klang irgendwie so dumm. Das klang irgendwie so lustig, geil.
Familie zurück in Nordstadt. In den Stein. Ich stell mir einfach nur so eine voll epische Szene vor, ne? Das werde ich. Möge der Begründer euch beschützen. Es war Himmel auf Erden, ja. Die Hölle auf Erden, meine ich. Eine epische Schlacht zwischen Gut und Böse, aber ich konnte nicht alles sehen, weil mir jemand einen Knüppel über den Kopf gezogen hat. Ich kann es einfach nicht lassen. Vollkommen irgendwie die Atmosphäre zerstört von der Situation. Ja. Lass mich raten, die machen sich erstmal aber lustig, wie wir aussehen oder wer wir sind, ne? Und die sagen gar nichts, alles klar. Warte mal, was macht der da? Ah! Machup Jack. Hört mal den hier. Wir sind in der Überzahl. Wir sind 4 Leute hier. Also 3 Leute und ein Hund. So, ich wollte noch nicht mein Dings hier verballern, meinen. Oh. Was zum? Wie war das bitte schon nicht? Au. So. Was ist hier los? Ich tue die ganze Zeit ausweichen, aber naja, oh das. Soll ich vielleicht mal verwandeln, ne? Oh Gott! Komm mal raus da! So, jetzt gehe ich da wieder hin. Oh, jetzt werde ich. Oh, wer du Stück. Mal dein Joshua. Wo ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal, habe ich damit seine gebrochene Anzeige hier reduziert? Während sie gebrochen war? Da wäre ein bisschen zu überpowered, glaube ich. So schnell du kannst in die Stadt. Hier sind sicher noch mehr Banditen. Aber die auch kalt. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Danke, Reisender. Das sind wohl alle gewesen. Hey, na. Du sollst doch zum Schleier gehen. Und zulassen, dass sich seine Hoheit der herzogliche Thronfolger allein in Gefahr begibt? Nennt mich einfach Clive. Und keine Sorge, mir geht es gut. Ganz im Gegensatz zu euch, wie es scheint. Ich werde es überleben. Seltsam, dass die Garnison bei einem so dreisten Angriff. Ich denke mal, der hat ein Lichtschwert da an seiner Hüfte. Sie haben schon in der Stadt alle Hände voll zu tun. Oft senden sie nicht einmal Patrouillen aus. Nur wenige Arbeiter bestellen die Felder. Noch weniger transportieren die Ernte auch. Die Marktstände sind fast leer. Und das, was noch übrig ist, kostet ein Vermögen. Nicht selten kommt es vor, dass sich die Leute um ein Stück Brot schlagen. Wie ich schon sagte, sahen die Männer, die mich angegriffen haben, nicht wie Banditen aus. Sie waren sicher nur verzweifelt. Rockford, hört mir zu. Wenn ihr eure Nachforschungen fortsetzen wollt, solltet ihr euch zuerst an einen Heiler wenden. Ich... natürlich... Ich kehre sofort zurück nach Nordstedt. Doch zuvor möchte ich euch danken. Wärt ihr nicht gekommen, ich... Dankt nicht mir, dankt Rutherford. Er hat mich schließlich geschickt. Er wird sich fragen, wo ich geblieben bin. Ich schicke ihm einen Stolas, sobald ich kann. Lebt wohl. Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, dass mein Onkel so beunruhigt ist. Ich sollte Rutherford sagen, dass seine Kollegen wohl auf sind. Na gut. Ach nee, wir sind noch gar nicht fertig hier, stimmt. Abkürzung. Musik. So, hier ist die Musik immer noch. Ist das dieses Gebiet? Ich weiß auch gar nicht. Ach ja, die Gegner sind jetzt alle so archaisch, ne?
Wasser und Wasser, 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 Wasser und Wasser und Wasser, Wasser. Sieht ja komisch aus. Okay, was muss ich ja machen? Ich muss einen Weibern erledigen, ne? Und Blumen pflücken, glaube ich. Da machen wir doch mal, ne? Ich nehme an, bei dem Turm war ich da oben schon, ne? Laut Hippokrates sollte ich hier in der Nähe der Küste fündig werden. Mehr blaue Drachen und bernsteinfarbene Pflanzen sollten leicht zu finden sein. So, was kommt hier als erstes? Da sind die Pflanzen. Ups, falsch Knopf. Braves Mädchen. Engelshauben. Duft. Sicher die Engelshauben. Köstlich. Nach der Himmelsform. Oh, da haben wir den schon. Das ist er doch, ne? Pass auf. Hey, yo, was geht? Das muss der Wyvern sein. Gut. Bringen wir es hinter uns. Na, zu spät. Ah, du. Boah. Kommen. Bonk. Zack, zack. Machen wir den hier, dann feuern wir einen Feuerstrahl auf dich. Lass mich auf die Leiste gucken. Ne, die Leiste geht nicht runter. Geht nur halt sehr langsam hoch, weil die Zeit irgendwie so ein bisschen stehen bleibt. Kaputt. Wow, wow, wow. Ich glaube, ich bin überlevelt. Aber ist jetzt nicht so, als wäre das Spiel jetzt irgendwie. Achso, das ist die Quest-Item, genau. Das sind alle Zutaten, die Molly für ihr Rezept braucht. Also zurück. Das Zweigel. Okay, also wäre fertig, ne? Wollen ins Versteck, Martas Rast. Jemand zu Martas Rast erstmal. Und ja, dann können wir in der Story noch weitermachen für ein paar Minuten. Gut, machen wir. Wir sind übrigens bei, ich glaube, 76%. Also wir haben schon 3/4 der Hauptstory abgeschlossen von dem Spiel. Also so viel kommt hier gar nicht mehr. 1/4 von dem, was wir jetzt haben. Das müsste jetzt der 40. Part sein oder 41. Ich glaube, der 40. war, ne? Ihr seid also immer noch, das heißt, hier gibt es einen ständigen Strom von Händlern. Und 10 Parts, ne? Eigentlich. Strom von Informationen. Meine beiden klingt doch ein bisschen wenig. Sie haben ihre Ermittlungen wieder aufgenommen. Dank euch. Ja, mein. Ich war nur zur richtigen Zeit. Mein Mikrofon, mein Kopfhörer. Ich war aus dem Ohr gefallen. Sturm ziemlich düster einzuschätzen. Ich fürchte, dass düster noch eine Untertreibung ist. Sturm steckt in der Krise und wir müssen etwas tun. So schnell wie möglich. Und wir müssen zusammenarbeiten. So wünscht es euer Herr Onkel. Das wünsche ich auch. Wir beide wünschen uns das. Cool. Ein Hauch des Lichts, Flair-Atem. Ja, ich meine 2,7 Sekunden. Warum so eine ungerade Zahl? So ein Gegenstand verwendet. Mal gucke ich da überhaupt nach. Aber ich will ja meine Sachen, ja. Ich könnte ja eigentlich irgendwas austauschen für das Gelddinge, ne? Aber jetzt habe ich diese drei Dinger ausgerüstet, jetzt lasse ich die auch da, ne? So, jetzt gehen wir noch zurück ins Versteck. Ach ne, da ist noch eine Quest, genau. Die haben wir noch nicht entdeckt in dem neuen Gebiet, ne? Da ist auch eine Quest, die irgendwie aufgetaucht ist.
So, dann gehen wir jetzt noch hier ab. Gehen hier hin, geben unsere Quests ab. Und dann kann es ja schon wieder so ein bisschen weitergehen, ne? Gehen wir mal zu Charon. Lass mir lieber nicht warten. Für uns auch ein Auge aussticht. Nichts verdirbt den Magen so gut wie eine Portion kalte Rache. Entschuldige, Tante. Ich habe es nur noch schlimmer gemacht. Dabei wollte ich dich doch nur beschützen. So wie du mich beschützt. Ja. Was blieb mir übrig? Sollte ich zusehen, wie deine Eltern dich zu Tode prügeln? Wir wären wohl beide schlechter dran, wenn ich es nicht getan hätte. Du warst immer mein rechtes Auge, Götz. Und das soll auch so bleiben. Also wage es ja nicht, dich nochmal in Gefahr zu begeben. Mach ich aber. Wenn ich dich beschützen kann, tue ich es wieder und wieder. Auch wenn du meckerst. Du bist ein Dickkopf. Schön. Spiel den Helden, wenn's dich glücklich macht. Danke, Tante. Ich werde dich stolz machen. Er würde einfach alles für dich tun. Das mag ja sein. Aber wenn er je auf eigenen Füßen stehen will, muss er anfangen, auch auf sich selbst aufzupassen. Bis dahin muss ihm jemand den Rücken frei halten. So wie du in Dalimil. Glaub mir, ich weiß das zu schätzen. Natürlich. Er ist Familie. Hör auf. Du machst mein gutes Auge trübe. Und glaub nicht, dass du eine Extrawurst bekommst. Ein Trank kostet heute so viel wie gestern. Verdammt. Hatte ich so im Hinterkopf. So. Verdammt, vielleicht gibt sie mir jetzt Rabatt immer. Räuchergefäß der Übersee. Mal wieder ein Ding näher, was wir hier in unserem Raum stellen können. Also, der krieg ich von dir ein Gericht hier zum Reinstellen. Hast du von Harpo was erfahren? Hab ich. Er war wie immer sehr hilfsbereit und konnte mir genau sagen, wo ich suchen muss. Ja, Engel und Leber. Hier ist die Engelsleber. Was genau werde ich denn nun zubereiten? Oder soll ich lieber nicht fragen? Blaurücken Wyvernleber und ein Farn namens Engelshauben. Ah, Wyvernleber also. Naja, immerhin keine echten Würmer. Also gut, du bleibst, wo du bist. Ich schmeiße den Herd an. Hoffen wir, dass die Köpfe einst wussten, wovon sie sprachen. Yummy, yummy. Und voilà. Kommt der Salat her? Wurmleberschmarrn. Yvonne hat angeboten, ihn als Erster zu kosten. Also genauer gesagt, hat er förmlich darum gebettelt. Ja, aber natürlich. Gibt es eine größere Ehre, als ein Stück kulinarische Geschichte mitzuerleben? Pff. Er ist tot. Das ist nicht die Reaktion, die ich mir erhofft hatte. Was ist das für ein Hexenwerk? Erst salzig und knusprig, dann weich und luftig. Eine geradezu stürmische Attacke der Aromen. Doch es ist der pikante Kuss der Engelshauben, der dieses wilde Gericht zähmt. Es ist eine Meisterleistung. Eine Naturgewalt sogar. Ein Strudel aus Geschmack und Gefühl. Ein anmutiges Biest, das aus einem Schlummer erwacht ist. Wirklich, aber es ist nur Essen. Kann ich nicht genau sagen bei all dem Unsinn, den er redet. Aber du könntest recht haben. Es schmeckt wohl nicht schlecht. Nicht schlecht? Unglaublich! Und niemand soll es wagen, das Gegenteil zu behaupten. Ich hasse dieses Gericht. Darf ich vorschlagen, dass du einer Gruppe deiner besten Kämpfer befiehlst, sofort ein Dutzend Blaurücken-Wyvern zu beschaffen? Ich denke darüber nach. Irgendwas mit dem alten Mann, der wollte auch was haben. Ich will auch, dass er diesen Geschmackserguss hier
dass er daran teilhabt. So, dann sind wir ja fertig mit den Quests. Ne? Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich habe schon wieder so viele Quests erledigt. Ich kriege bestimmt wieder eine Belohnung jetzt hier, ne? Für meinen Respekt. Und dann machen wir so 20 Minuten noch so ein bisschen in der Hauptstory weiter. Laufen da so in das neue Gebiet herum. Oh, ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Wieso nicht? Du hast eine Belohnung. Notenrolle. No risk, no reward. Und Bernstein. Talisman des Erwachens. Oh, das Gold. Viel Glück da draußen, Sid. Kann ich mich dann sofort immer erwachen lassen? Das wäre auch nicht schlecht, ne? Lass mal ein neues Lied da reinpacken, bevor wir weitergehen. Ja, aber das ist eigentlich die Musik, die er eigentlich spielen sollte. Okay, no risk, no reward, ne? Da. Oh. Das war Bosskampfthema. Passt irgendwie nicht so gerade hier, aber okay. So, und das sagt mir jetzt mal, dass ich hier diesen Ding gerade bekommen habe. Cool. Ja, das macht euch Stimmung. Das zieht euch Stimmung wieder ein bisschen hoch, ne? Dem Lied. Oh nein. Bei der Musik kann man dort chillen. So, dann gucken wir mal, was es hier noch so zum Erkunden gibt, ne? Wir gehen nach Tabor. Hey, warte mal, da ist doch das. Tabor. Südlich von Tabor. Das ist doch das Gebiet, wo ich hier hin muss. Fällt mir jetzt erst auf. Südlich von Tabor. Wenn man das erledigt. So. Ich nehme an, das ist unter mir, ne? Da ist so dieses komische Labyrinth, ne? Ja, falscher Knopf. Irgendwas sagt mir, ich muss nicht mehr gegen Gegner kämpfen. Ich bin schon hochgelevelt genug. Wasser, 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 Wasser. Ja, kann ich gar nicht runter. Oh. Wir sehen mir nicht nach neuen Gegnern aus, von daher einfach weiter. Vielleicht kriege ich ja die eine Quest auch noch abgeschlossen. So, und ja, jetzt kommt man hier hin, genau. Diese Ruine ist aber günstig gefallen. Seien wir vorsichtig. An Ruinen sind auch Echos nicht weit. Okay. Ich gehe erstmal hier hin. Da findet sich doch bestimmt was Schönes, ne? So läuft das hier ab, Joshua, ne? Wir gehen erstmal hier überall anders hin. Oh nein, ein wilder Kerl. Kleib. Bahamut. Alter. Gott. Boah, wie hat er mich damit verfehlt? Man will irgendwie nicht so mit Kontern heute. Bahamut! Na, falscher. Nope. Ich habe den gerade mit dem angegriffen. Kann es sein, dass meine Partymitglieder immer nur ihre krassen Sachen einsetzen, wenn die Gegner gebrochen sind? Oh. Alter! Joshua! Das ist für jedes Mal, wenn ich eine neue S-Bahn bekomme, dreht Clive immer weiter durch. Okay. So.
Na, ich wollte schon sagen. Hoffentlich hat sich ja auch gelohnt, ne? So eine Truhe oder irgendwie sowas. Königsschärfe. Not. Ich meine, die meisten Gegenstände, die ich überkomme, gucke ich gar nicht nach, ne? Weil das meistens sowieso Sachen zum Waffen upgraden, ne? Und hier die ganzen Sachen hier. Hauch des Lichts. Es erklärt sich irgendwie selber, ja, ja, da tut den einen Angriff aufballern, da tut den Angriff aufballern, ne? Also, ja. So, was habe ich gerade bekommen? Irgendwas Lilanes. Wo ist es? Müssen das? Bist du eigentlich ganz oben sein, ne? Die neuen Sachen, die sind doch mal oben, oder? Auch das. Da, ne. Berserkerring. Oder warte mal, was hier was? Oh, guck mal hier. Schon lange, ja. Königsschärpe. Stimmt, gibt's ja auch noch. Ein bisschen mehr AP und Verteidigung. Ja, keine Ahnung, ich habe so mit jeder weiteren Esper fleht irgendwie gleich immer mehr im Verstand. Schneller. Gib mir Donner. Bahamut. Klar verliert langsam aber sicher seinen Verstand. Und den kleinen Rest, den er noch hatte. Ah, das meinte er. Ja, kann ich einfach hier vorbeilaufen. Jetzt ja nicht eine Schatztruhe oder so ist, ist ja relativ wenig Motivation für mich ja zu kämpfen. Ich will ja durch. Außerdem sehen die Gegner nicht neu aus. Okay. Bei Clive weiß ich nicht, ob das jetzt Sarkasmus war oder nicht. So, hier ist ein Dicker. Aber ist ja auch eine Truhe oder so. Aber sonst habe ich irgendwie keinen Bock. Aua, aua. Das ist keine Truhe, von daher interessiert mich nicht. Habe genug Erfahrungspunkte. Ich weiß irgendwie nicht, ob die Storykämpfe dadurch irgendwie einfach oder. Sie ist willensstark, loyal und tödlich mit der Klinge. Im Grunde wie Clive, nur mit besseren Manieren. Was soll das denn heißen? Ich bin die Freundlichkeit in Person. Und jeder, der was anderes behauptet, den schlitze ich auf. Irgendwie, ich habe mal ihr Dings hier nachgeschaut, ne? Ich habe mal von, das ist mir nämlich im letzten Part aufgefallen, der, wo die ist, ne? Deswegen habe ich die mal irgendwie so nachgeschlagen in diesen, in diese Bibliothek, und da stand irgendwie so, Jote ist nicht ihr Name, das ist ihr gegebener Name und ihr Name ist irgendwie unbekannt. Also mit ihr hat es definitiv auch noch irgendwie was auf sich. Und die ist bestimmt auch nicht irgendwie nur so ein Begleiter irgendwie ohne irgendwie Geschichte oder so. Ruh dich aus. Ah, was ist hier los? Grüß dich. Wohin des Weges? Grüße. Zu den Freistädten. Klar. Was? Kleine Anspruch an BioWare. Hauptcharakter klingt immer so, wenn man sich erstellen muss. Ich habe mir beim Bolognese essen meine Kleidung schmutzig gemacht. Bist du allein? Ätherflut da vorne. Sie hat das Lager verschlungen. Die anderen, sie sind schon alle akasisch. Hier in der Nähe gibt es ein Dorf. Tabor. Dort leben gute Menschen.
einer wird entkommen. Bald werden sie tote Menschen sein. Bei ihnen einfallen. Wir dürfen das nicht zulassen. Ich habe zu viel zu tun. Kann ich einfach ja weggehen und dann... Kann ich einfach weggehen? Ich will am liebsten jetzt so weggehen und dann so... Okay, dann bleibe ich noch ein bisschen hier. Danke. Unser Lager ist da vorne. Abseits des Pfads. Ich bitte dich, rette. Okay, du musst nicht so dramatisch sein. Das ist ganz offensichtlich, dass das hier eine Nebenquest ist, ne? Vergebt mir, Lord Kupka. Ruhe in Frieden. Ich meine, das ist ganz offensichtlich, dass das hier eine Nebenquest ist, ne? Das heißt. Live. Das heißt, die Leute werden definitiv sicher sein. Was bedeutet, er ist mehr oder weniger umsonst gestorben und hat uns diese Quest gegeben. Weil die Leute werden definitiv sicher sein, weil die zu der Hauptstory gehören. Ne? Sie sind jetzt überall. Ach, das ist das, was das sein soll. Halten wir die Augen offen. Ey, yo, was geht? Sie sind noch hier. Bonk. Hey, was geht, na? Weißt du was? Machen wir den hier. Ich will einfach hier stehen. Warte, bis sich das auflädt. Boom. Ja, schafft das schon, Leute. So, jetzt bin ich bereit. Ah. Human Extinction Attack. Na, komm schon, ich dachte, da kommt noch mehr. Ich habe hier zwei, drei Wellen hier so eingestellt. Boah. Ist da jemand? Bitte, ich bin verwundet. Das ist wohl keiner, Kasusha. Ups. Oh, ich kann sogar da hochspringen. Jetzt nicht gedacht. Wo bist denn du, Alter? Wie geht's? Du gehörst zur Einheit? Ja. Ich habe Lärm gehört. Was sind die anderen? Sein Schwert geht durch den Felsen hinter ihm. Einer deiner Kameraden hat mich hierher geschickt. Ein Überlebender. Wo ist er? Sag schon. Oben. Hat es nicht geschafft. Er hat richtig gehandelt. Dieser Monster. Das war nicht mehr meine Truppe. Du hast Tabor gerettet. Hier. Ich danke dir. No. Einfach so, okay. Kurz, knapp und auf den Punkt. Yay, Steine. Oder nicht? Du musst mich mit jemandem verwechseln. Nein. Diese Narbe. Bei der Faust von Titan. Du bist Sid. In Kostnice hast du meine Kameraden getötet. Und in Rosalit hast du Lord Kupka getötet. Mit Hugo Kupka bin ich fertig. Ich habe keinen Groll auf seine Gefolgsleute. Aber ich auf dich! Feigling, zieh deine Waffe! Ich werde Lord Kupka rächen! Er kann doch kaum stehen. Er kann doch kaum stehen. Ja. Komm erst wieder zu Kräften und denk nach. Dann können wir immer noch kämpfen. Auch wenn du dein Leben dafür nutzen solltest, anderen zu helfen. Oder hast du deinen Eid schon vergessen? Sei still!
Was weißt du schon von Eiden? Wie schwer sie zu halten sind. Deswegen gebe ich dir eine Chance, genau das zu tun. Nein, du täuschst mich nicht. Lord Kupka hat uns von deinen Verbrechen erzählt. Du bist ein Mörder, kein Mensch? So wie du und deine Freunde? Ich bin nicht wie du. Aber wenn du mich nicht töten willst, dann geh. Geh! Doch glaub mir. Geh du doch. Wir sehen uns wieder, Sid. Irgendwann. Glaubst du, du hast den High Ground hier? Alter. Geht's einfach zurück. Und er ist weg, habe ich mir gedacht. Hey. Er hat sich in der Schatztruhe verwandelt. Cool. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass genau das, was gerade in Clives Kopf durchgegangen ist. Na warte, den tue ich jetzt die Meinung gegen. Oh, eine Schatztruhe. Schneller. Clive ist sehr einfach gestrickt in meiner Fantasiewelt. Und eigentlich voll der Badass Charakter sein soll, ne? Ich mache mich nur über den lustig. Perfekt. Du bist ja immer noch hier. Na? Du wirst noch bereuen, dass du mich nicht getötet hast. Na gut. Ich werde mein Herr. Ja! Ich habe Hunger auf Erdnussflips. Was war das? Was war das, Clive? Nach nichts. Hey Jill, sollen wir Sonic Frontier spielen? Was? Stell mir einfach vor, wie er einfach nur irgendwie solche Sachen voll ohne Kontext irgendwie sagt, die irgendwie gar keinen Sinn machen. Gar nicht möglich sein dürften. Was ist Sonic Frontiers? Das ist ein Spiel für die PS5. Was ist eine PS5? Das ist eine Videospielkonsole. Eine was? Das Spiel könnte irgendwie super gut eine Parodie. Ich habe so das Gefühl, das Spiel wäre super einfach, irgendwie eine Parodie von herzustellen, so eine Abridged-Version davon. Da. Oh. Muss schon sagen. Fast geschafft. Warst du schon mal im Tabor? Ich war schon fast überall. Okay, jemand, da kommt da wieder so ein Teleport-Ding, ne? Ja, was geht? Ich meine, wir können ja nicht einfach raus. Das Haus gleich rechts hinter dem Stadteingang. Dort finden wir sie. So, das zwingt mich jetzt aber nicht da reinzugehen, ne? Hier gibt es keinen Teleportpunkt. Doch. Was ist mit so einem Teleportpunkt hier irgendwo? Aber macht ja eigentlich keinen Unterschied. Ich gehe sowieso spreche. Da ist einer. Wollte schon sagen. Ja, das ist ja. So, und hier ist irgendwo ein Laden. So, hier kann man sowieso nicht raus. Und südlich von Tabor ist irgendwie halt Viech. Also, ja, ist klar, dass ich da nicht hin kann. Dann so, lass mich noch meinen Laden hier abchecken und dann können wir für heute. Da ist aber schon was drin, pass auf. Ich komme mir vor, als hätte ich heute schon 100 Häute entfleischt. Okay. Willkommen, willkommen. Müll. Ja. Natürlich. Nicht. Bis bald. Kauf mal Musik. Gut. Ich sagen, das war's für diese Folge, ne? Beim nächsten Mal treffen wir uns mit Jote, hieß sie, glaube ich, ne? Und gucken dann mal, bonk, wie es hier, auch können wir dann irgendwie hier in den Palast treffen, den Sultan. Na gut, langsam deckt sich so die Karte komplett auf. Hier ist noch alles,
am Fehlen. Gut, aber ich würde sagen, wir sind für heute fertig. Ne? In der nächsten Folge geht es noch weiter in der Story. Wir treffen hier Joshuas Begleiterin und gucken dann, wie es dann weitergeht. Ne? Ich sage aber Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar oder alles zusammen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.